Liebe Krimileser von meinekommissare.de, ich stelle Ihnen heute den zweiten Musikkrimi von Sebastian Knauer vor. Mörderisches Mozartkind. Erschienen im Ellert und Richter Verlag. Der hat sich übrigens große Mühe mit dem Cover und mit der Ausgabe gegeben. Leinen, Pappe, ein hochwertiges Buch nimmt man gern in die Hand, aber auch der Inhalt. Da ist Musik drin. Auch in seinem zweiten Musikkrimi zeigt und beweist der Autor sein Wissen und vor allen Dingen seine Liebe zur Musik. Das umfangreiche Wissen um die Hauptperson, gemeint ist natürlich Mozart, ist wiederum eine der Voraussetzungen für das Gelingen einer Komposition von Kultur und Krimi. Eine Gratwanderung, bei der Halbwissen zum Scheitern führt. Doch Sebastian Knauer beherrscht das Schreiben einer spannenden Geschichte und das Vermitteln von Musikgeschichte. Der Autor schildert eine Handlung in der Jetztzeit mit Ermittlern und einem Privatdetektiv. Er lässt den Leser in den Kopf eines Besessenen, von der Musik Besessenen schauen. Im Business ein kühler Stratege, ein Kosmopolit, einer, der sich in der Welt auskennt, dem scheinbar nichts Fremdes. Stephen Briggs, Stefan Sand, ein und dieselbe Person. Der Leser ist ständig dabei, beim Mord, beim Essen, im Bett. Er verfolgt den Mann mit der doppelten Identität auf Schritt und Tritt, wie er sich seine Frauen, Musikerinnen, für seine Pläne aussucht, sorgsam, fast liebevoll, jeden erdenklichen Aufwand betreibend, wie er diese Frauen verwöhnt, an sich zu binden versucht, damit sein großer Plan gelingt. Erst muss er sich ganz sicher sein, dass sie oder sie die Richtige für sein Vorhaben ist. Dann kann er den zweiten Schritt wagen. Wer sich Gedanken um zu viel Mozart macht, dem sei gesagt, dass Sebastian Knauer, abgesehen von jungen und ansehnlichen Musikerinnen, auch ein attraktives Ermittlerduo bietet. Gewissermaßen eine Hamburg-Wien-Arge. Das bringt zusätzlich Schwung in den ohnehin lebhaften Handlungsablauf. Da ich bereits den ersten Musikkrimi des Autors mit dem Titel Tödliche Kantaten gelesen hatte, freute ich mich über das Erscheinen eines weiteren Musikkrimis. Die Liste berühmter Komponisten ist lang. Ich schöpfe aus diesem Umstand ein wenig Hoffnung, wiederum von Sebastian Knauer zu lesen. Und jetzt wollen Sie sicherlich wissen, welche Musik da im Hintergrund spielt. Es ist die Bläserserenade Nummer 10 in B-Dur, Köchelverzeichnis 361, die Grand Partita, eines der Lieblingsstücke von Maria. Maria werden Sie kennenlernen, wenn Sie dieses Buch lesen. Vielen Dank.